Ich werde, glaube ich, nie verstehen, warum so etwas wie die Gamescom Opening Night Live 2 Stunden lang sein muss. Mit der Pre-Show waren es ja sogar knapp 3 Stunden. Also das war wieder, ich meine, wenn man es als reines Event oder so betrachtet, dann ist es vollkommen okay gewesen. Also ich habe jetzt auch nichts erwartet. Das war jetzt nicht so, als ob man da irgendwie wie bei dem Summer Games Fest irgendwie gesagt hat, oh mein Gott, wir haben diese riesigen Ankündigungen und mega geil und das fetteste Event, was wir irgendwie jemals gemacht haben. Also zumindest waren hier die Erwartungen richtig angesetzt, dass es im Vorfeld auch gesagt wurde, hey Leute, es wird hier keine großen Ankündigungen geben, vielleicht so 2, 3 kleinere Sachen, die es dementsprechend auch gab. Und das waren auch teilweise so die interessantesten Sachen, aber das meiste werden Spiele sein, die jetzt in den kommenden Monaten eben noch erscheinen. Aber dennoch, also selbst wissend damit, dass es teilweise einfach nur irgendwelche 0815 Trailer waren, also dass man sich nicht mal die meiste Zeit die Mühe gegeben hat, irgendwie wirklich nochmal was zum Spiel zu zeigen. Also teilweise wurde ja wirklich einfach nur so den Trailer, den es bereits zum Spiel gibt und den man auch schon mehrfach gezeigt hat, der wurde einfach nochmal in kurzer Form dargestellt, nichts weiter großartig dazu gesagt und mehr als eine Produktplatzierung, ne, als irgendwie eine Super irgendwie so Super Bowl Ad oder so, war es dann dementsprechend auch nicht. Also dass das Ding irgendwie so 2 Stunden lang sein musste mit dem Inhalt, ist halt wirklich so, okay, ich hoffe, da kommt noch was, ich hoffe, da wird noch was Interessantes gezeigt, aber es war mehr auch im Stream das ganze Ding einfach durchlaufen lassen. Ich glaube, spätestens so zwischendurch bei dem HoYo Live bin ich einfach kurz pinkeln gegangen. Also okay, Updates für Titel, die mich sowieso nicht interessieren. Und ich habe das nachher nochmal kurz nachgeguckt und dementsprechend überhaupt nichts verpasst. Übrigens an der Stelle, falls ihr die Live-Besprechung oder beziehungsweise die Reaktion auf den ganzen Chaos da irgendwie sehen wollt, das habe ich auf meinem Speckobst Stream Archive-Kanal hochgeladen. Da war jetzt aber nur die reine Opening Night Live zu sehen, also diese Pre-Show, die habe ich mir jetzt nochmal zusätzlich angesehen. Und ich muss sagen, ich bin persönlich großer Fan von Kyle Bossmann. Große Empfehlung an seinen Kanal und eben Delayed Input. Das ist genau meine Art von Humor. Ich glaube, dass wenn man jetzt natürlich nicht mit seinem Material und seiner Art irgendwie vertraut ist, auch so Sachen wie halt früher Final Bossmann bei Game Trailers oder dann eben auch die Sachen, die er bei Easy Allies gemacht hat, dann kann es natürlich sein, dass man sich da denkt, was ist das denn für ein komischer Vogel? Warum redet der eben auf die Art und Weise und macht die ganze Pre-Show so? Ich finde das genau super. Ich finde, das nimmt dem Ganzen eben diese, aufgesetzte Seriousness und irgendwie macht das, es hebt das Ganze wieder auf irgendwie so eine Normalitätsebene runter, die ich deutlich besser finde. Vor allem, wenn man eben weiß, das Ganze ist hier großartig gesehen nur irgendwie ein Werbeevent. Aber gehen wir doch einfach auch mal gerade die Sachen von der Pre-Show dann eben durch. Streets of Rogue 2, ja, ich weiß nicht mal, ob es überhaupt einen Vorgänger davon gibt oder ob sie es einfach nur so genannt haben wegen Streets of Rage. Und Streets of Rage 2 ist der bekannteste Teil, würde mich bei so einem Spiel nicht mal wundern. Wird wahrscheinlich irgendeinen Vorgänger gegeben haben. Ich meine, es sieht so von der Breite an den Sachen, die du machen kannst, da drin ganz nett aus. Und eben auch so, dass an sich das Pixel Art finde ich vollkommen okay. So diese ganzen Sprite Rotations, die da drin sind, sahen für mich dann halt leider doch wieder so ein bisschen lame aus. Und es ist definitiv kein Spiel für mich. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir jetzt so oftmals durchgehen werden, dass es sehr oft Titel waren, die sehr generisch aussahen. Jetzt nicht wirklich schlecht, also dass das wenigste, was ich da gesehen habe, würde ich jetzt sagen, oh mein Gott, das sah irgendwie kacke aus oder so, aber oftmals war es, oh, das sieht einfach 0815 generisch aus, das könnte irgendetwas sein, oder halt Titel, die auch grundlegend basierend auf ihrem Genre oder ihren Mechaniken auch gar nicht für mich gemacht sind und dementsprechend da jetzt auch nichts Großartiges irgendwie zu sagen kann. Mandragora ist es, glaube ich, der Font ist so war ein bisschen schwer zu lesen am Ende davon. Ist genau so ein Titel, wie ich das eben gerade gesagt habe. Es sieht aus wie ein 0815 2D-Action-Platformer, eben natürlich sehr angelehnt an andere 2D-Action-Platformer, nicht irgendwelche Retro-Titel oder so in der Art, sondern explizit wieder irgendwelche Titel, die so ein Souls-like-Ding sein wollen. Ne? Sagen wir jetzt irgendwie Sachen wie Blasphemous oder so, wo eben gerade auch der zweite Teil rauskommt.
Und dann denke ich mir, warum soll ich denn noch auf solche Spiele irgendwie gehypt sein? Oder warum sollte ich mich über solche Spiele irgendwie noch freuen? Das ist genauso wie der 35.000. Metroidvania-Klon, der irgendwie rauskommt. Wo ja, zu einer gewissen Zeit war das ein Genre, was nicht wirklich stark bedient wurde. Und wenn du jetzt nicht eine tatsächlich interessante Art und Weise hast, das Ganze nochmal umzusetzen, ne, sei es jetzt irgendwie durch die Ästhetik, sei es jetzt durch irgendwelche Gameplay-Hooks oder sowas, dann warum soll ich das bei meinem gigantischen Backlog, in dem solche Spiele schon zuhauf drin sind, da noch irgendwie mal nach... Also ja, das ist so ein Spiel, das werde ich wahrscheinlich in 5 Minuten wieder vergessen haben. Lysfanger? Lysfanger? Keine Ahnung. Das war, glaube ich, schon mal auf einem der letzten Events vorgestellt worden. Es sieht für mich immer noch so aus, als wäre das in irgendeinem Modus für Farbenblinde festgehangen. Ich weiß nicht mehr genau welcher, aber gerade die Tatsache, dass halt sehr viel auch so ausgegraut ist und dann teilweise nur so gewisse Gelbtöne oder Gelb-Blautöne drin sind, das sieht aus, ich weiß nicht mehr, welche Form der Farbenblindheit das ist, aber eine davon, wenn man da so Filter von sieht, erinnert mich das einfach sehr stark daran. Also ja, es ist für jemanden, der nicht farbenblind ist, sah das sehr trostlos aus, dieses Spiel, und auch ansonsten leider eben sehr generisch von allen Facetten her. Also nichts davon hat mich irgendwie gekriegt und es ist, wie gesagt, das sah nicht schlecht aus, aber auch nichts, wo ich jetzt irgendwie denke, oh wow, das wird irgendwas Besonderes über einer 6 von 10 oder so. Und das ist vollkommen fein, auch vollkommen okay, das dann wahrscheinlich dann auch für mich irgendwie nebenher durchzuspielen, aber zumindest jetzt basierend auf dem Trailer habe ich nichts daran irgendwie gesehen, wo ich mir denke, oh mein Gott, das muss ich über den anderen 5000 Spielen, die ich noch spielen will, in irgendeiner Form darüber setzen, leider. Endzone 2, das ist das eine, was ich mega lustig fand. Ich dachte auch zuerst, ich habe drauf geguckt, war das irgendwie ein Spiel von irgendwelchen Amazon-Studios. Nein, das ist, glaube ich, irgendein deutsches Spiel, weil da wieder dieser Förder-Dingsbums-Logo unten rechts in der Ecke war. Aber durch diesen Bogen bei dem Endzone-Logo sieht es aus, als würde es irgendwie versuchen, das Amazon-Logo nachzumachen. Ganz wild. Ansonsten super langweilig. Ich habe auch vom Spiel kaum was gesehen, weil, und das war in der Pre-Show wirklich schlimm, es waren für die erste, ich glaube, die erste Hälfte davon waren durchweg Soundfehler drin. Also, dass du die ganze Zeit irgendwie so ein Knuspern da drin hattest, als ob irgendjemand an einem Kabel gelutscht hätte. Und dann bei diesem Endzone-Trailer war wirklich so ein Corruption-Fehler drin, wo ich mir denke, das ist doch, also das kann, dass du ja irgendwelche Probleme mit der Bitrate oder sowas hast und dann Sachen zwischendurch irgendwie nicht gut aussehen. Ja, deutsches Internet, willkommen. Wahrscheinlich lief da die Gamescom-Sache, wurde über Vodafone oder so gestreamt. Also, keine Ahnung, das war generell sehr grauenhaft. Also die Bitrate, das ist zwischendurch auch mal komplett abgeschmiert. Ich dachte zuerst, es wäre mein Internet gewesen. So, Gamescom Opening Night Live hat mich gegaslightet, um daran zu denken, oh mein Gott, das muss wahrscheinlich mein Fehler sein. Und dann, nee, das lief alles okay. Und dann eben auch gesehen, dass in dem Chat von dem offiziellen Livestream eben auch nur die ganze Zeit F oder so drin stand. Also ja, also technisch generell nicht so das Beste. Auch sehr viele von den Effekten oder beziehungsweise den ganzen Grafiken, die sie gezeigt haben, wurden nicht gut dargestellt. Die wurden eben von der Bitrate komplett gefressen. Gerade Spiele, die sehr viele Effekte hatten, waren teilweise nicht richtig wahrzunehmen. Aber diese Pre-Show war ja auch vollkommen, das ist ja alles generell Material, was eben vorher aufgenommen ist, das, die Trailer, und dann wird das einfach nur live abgespielt. Aber da war Corruption, also da war halt wirklich, das Footage war corrupted. Die Fehler, die da zu sehen waren, das ist nichts, was einfach nur durch irgendwie eine schlechte Bitrate normalerweise kommt. Das sind irgendwelche Sachen, die eigentlich nur kommen, wenn das Footage falsch gerendert ist. Und das hätten doch Leute, also so viele Leute, wie daran beteiligt sind, da hätten doch Dutzende Personen mal drüber gucken müssen, um zu sehen, ob da irgendwie ein Fehler war. So als ob man die letzte Variante davon noch, keine Ahnung, 5 Minuten vor dem Stream irgendwie schnell gerendert hat und man hatte keine Zeit mehr, da irgendwie drüber zu gehen. Also ja, ich habe nichts vom Spiel gesehen. Ich weiß nicht mal, ist das irgendwie ein Aufbauding? Ist das irgendwie ein Taktikding? Ist das sonst was? Keine Ahnung. Sieht einfach unfassbar generisch aus. Generisches Logo, Corruption-Fehler drin. Ja, wirkt halt leider. Das ist so dieses, wenn man deutsches Spiel in Klammern derogatory sagt, dann ist das sowas, was ich mir da drunter vorstelle. Also unfassbar langweilig, generisch. Keine Ahnung, kann ein gutes Spiel sein, aber zumindest den Eindruck jetzt, selbst abseits von dem Footage, da, was eben corrupted war, war nichts daran, wo ich mir gedacht habe, ja, mega, das ist, also abseits auch davon, dass es wahrscheinlich kein Genre für mich ist. Da gab es auch andere Vertreter, die zumindest interessantere, bessere Trailer oder so hatten. Jetzt ein Spiel, wo ich tatsächlich Lust drauf habe, das zu spielen, obwohl ich zumindest im Trailer nicht gesehen habe, für welche Plattform das rauskommt. Ich nehme mal an, dadurch, dass es Bulletstorm
VR ist. Wird es für alle VR-Geräte rauskommen? Also ich hoffe jetzt nicht, dass das so ein PlayStation VR 2 exklusives Spiel sein wird, sondern ebenfalls für die Quest rauskommt, dass ich es eben auch spielen kann. Bulletstorm, ich glaube, jetzt ist es kein Spiel, was von seinem Humor heutzutage, also gerade heutzutage, ich meine, es war in der damaligen Zeit schon sehr aneckend. Nicht in dem Fall, oh mein Gott, das ist so krass edgy, die Leute können das gar nicht aushalten, die sind alle so getriggert, ihr Snowflakes, sondern in dem Fall, dass schon damals Leute gesagt haben, oh mein Gott, das ist cringe. Wie, hahaha, lol, er hat Dicktits gesagt, huhu, im Trailer. Richtig, ich meine, es gab sehr viele Sachen daraus, die ich damals lustig fand, wie eben auch so diese Red Ring of Death Referenz, die es am Anfang gab. Ob sowas heutzutage überhaupt noch in irgendeiner Form funktioniert oder auch selbst bei mir nochmal funktioniert, keine Ahnung. Aber spielerisch war Bulletstorm auf jeden Fall cool. Ich muss auch mal dieses Remaster, was sie rausgebracht haben, mal spielen, auch wenn ich, wie ich davon ausgehe, mit dem Original wahrscheinlich wieder mehr Spaß haben werde, keine Ahnung. Aber in der VR-Version auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Fae Farm wurde wieder gezeigt, wie auf allen Events, nochmal das gleiche Footage, das meinte ich auch vorhin. Das ist so ein Spiel, den Trailer, den gab es schon und wir haben jetzt einfach nur eine kompaktere Version von dem Trailer gekriegt, dass man den so auf 20 Sekunden runtergestaucht hat und das war's. Sieht für mich immer noch vollkommen uninteressant aus, brauche ich nicht, keine Ahnung. Hat halt Zeit weggenommen. Wieder ein VR-Spiel und da haben sie mir zumindest gezeigt, dass es eben für die ganzen Plattformen rauskommt. Ja, ich werde das auch auf meiner Quest dann spielen können. Und da habe ich tatsächlich Bock drauf. Seventh Guest VR. So, Seventh Guest ist ein Spiel, das habe ich vor Ewigkeiten mal ein bisschen nachgeholt. Ne, eben auch eines in dieser Horror-FMV-Zeit der Spiele, die rausgekommen sind, was eben sehr viel mit auch solchen kleineren Rätseln, Minispielrätseln gearbeitet hat. Und das ist, finde ich, eine hervorragende Möglichkeit, das in VR umzuwandeln, weil gerade eben dieses mit den Fingern rumspielen und irgendwelche Sachen bedienen super Fun macht immer noch für mich. Das finde ich ganz cool, gerade wenn es so kurzweilig experimentell ist. Ich mag dieses Horror-Setting, wo es eben auch jetzt dieses Mal nicht versucht, oh, wir versuchen richtig düster und finster zu sein, sondern eben mehr wie in einem Freizeitpark, so als wäre ich irgendwie in der Rikscha-Bahn vom Phantasialand. Und auch die Art und Weise, wie sie hier versucht haben, diesen FMV-Style dann rüberzubringen, so die ganzen Schauspieler, die da eingescannt wurden und dann rumlaufen und eben auch so geister-silettenhaft aussehen, das finde ich ganz nett, das finde ich cool, da habe ich definitiv Bock drauf und das war so, ach, das ist eine schöne Überraschung, das scheint genau so ein richtiges Spiel von Björn zu sein. Aber dadurch, dass es VR ist, finde ich auch froh drum, dass es dann eben so ein Horror-Spiel ist, was ich dann im Herbst auch spielen werde, weil, also jetzt gerade, wo es die letzten Tage wieder so warm wurde, mir der Gedanke, jetzt irgendwie eine VR-Brille aufzusetzen, keine Lust drauf, das ist für den Winter genau oder beziehungsweise den Herbst genau das Richtige. Post-Trauma, ich weiß nicht, ob das irgendwo schon mal angekündigt wurde, der Trailer hatte leider nicht viel gezeigt, ich meine stilistisch, auch so als Horrorspiel fand ich das sehr cool, keine Ahnung, in welche Richtung es als Spiel gehen wird, wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall immer mehr, wenn es klassisches Survival-Horror ist, wo ich eben auch mit den Gegnern interagiere und eben auch in den Kampf gehen kann, alternativ zumindest. Die eine Sache, die ich halt hier leider sehr scheiße fand, war wieder, dass man absolut gar nichts gesehen hat, dass es teilweise so dunkel war, dass du nur mal, selbst in der Interaktion mit dem Gegner, keine Ahnung, 5% vom Bildschirm für 2-3 Frames gesehen hast. Das ist keine Art von Horror, die ich irgendwie interessant finde. Das finde ich die meiste Zeit nervig und dann sitze ich nur da, Augen zusammenkneifen, so, oh, okay, ich hoffe, ich kann demnächst mal wieder irgendwas erkennen. Also, ja, ich hoffe, das war einfach nur ein schlechter Eindruck von diesen paar Szenen, die gezeigt wurden und dass das eigentliche Spiel dann tatsächlich mich auch mehr Sachen sehen lässt. Ne? Also, ich meine, es gab ja genügend Szenen da draus, bei denen das so war, aber gerade dieser eine Teil, der sehr nach tatsächlichem Gameplay aussah, war ich so, ja, mal sehen. Hier ist ein Spiel, wo ich absolut nichts mit anfangen kann und dementsprechend auch nichts zu sagen habe. Ich fand, der Trailer sah ein bisschen fake aus. Der Trailer hatte mich so an so frühere 2007er E3-Präsentation erinnert, wo, oh, hier ist Gameplay und so UI drüber gelegt, aber die Art und Weise, wie es gefilmt ist, lässt das Ganze so wirken, als ob das pre-rendered gewesen wäre, wo ich mir auch bei der Optik nicht denke, warum irgendwie, außer das Gameplay ist noch nicht richtig fertig und wir mussten halt irgendwas zeigen. Aber ja, interessiert mich auch leider so nicht. Für die Leute, die sich dafür interessieren, hoffe ich, dass es ganz cool ist. Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin. Was für ein Name. Und es geht weiter mit einem generischen Spiel, wo ich null Interesse dran habe, Delta Force, wo ich mir dachte, ah, okay, wir versuchen
ein Battlefield zu sein und dann aber mit so einem komischen Trailer auch irgendwo so Black Hawk Down Atmosphäre aufgebaut hat und dann, oh, jetzt in der Zukunft haben wir noch mehr Möglichkeiten auf Brown People zu schießen und jetzt in die ganzen Vehicles rein. Das ist einfach so, okay, warum sollte ich das abseits von Battlefield irgendwie spielen? Zeigt der Trailer mir da irgendetwas? Keine Ahnung. Ist für mich halt nicht, wie gesagt, wenn es Leute gibt, die Bock drauf haben, dann hoffe ich, dass es gut für euch wird. Das gleiche gilt ebenso für Homeworld 3. Dazu kann ich einfach nichts sagen. Ich habe die Reihe nicht gespielt. Es ist nichts, was mich irgendwie interessiert. Keine Ahnung. Ich weiß, müsste mein Deutschpass für sowas garantiert wieder abgeben. Aber ja, Homeworld 3 erneut für die Leute, die sich darüber freuen, hoffe ich, dass es cool wird. So, holy shit. Und das war jetzt einfach nur die fucking Pre-Show. Und jetzt geht's auch mit dem eigentlichen Event weiter, der eigentlichen Opening Night Live. Und auch dazu kann ich bei vielen Titeln, da war nicht einfach schon mal vor, nicht wirklich mehr sagen als, ja, das war nochmal ein Trailer. Aber zumindest der Anfang, das war absurd, vor allem das im Nachhinein online zu sehen. Ja, weil wir hatten wieder einen Typen, der auf die Bühne rennen musste, um Jeff Keighley zu begrüßen mit seinem, was war das, Bill Clinton will GTA 6 oder so haben. So, einerseits, wo ist die fucking Security? Also gerade nachdem das eben schon mal bei den Video Game Awards letztes Jahr passiert ist, denke ich mir doch, okay, muss Jeff Keighley seine eigene Security irgendwie sein? Keine Ahnung. Man hat ihm auch im Gesicht angesehen, dass er einfach nur so am liebsten hätte den Typen wahrscheinlich von der Bühne irgendwie geschlagen. Vollkommen absurd, auch wie lange das gedauert hat, bis dann von ganz hinten irgendwie Security dann irgendwie angerannt kam. Und vorher noch irgendein Typ mit einem Shirt, was man zumindest nicht großartig leserlich dann eben gezeigt hat, um denen noch irgendwie mehr Werbung zu geben oder so, bis es ein bisschen reinkam. Aber ich fand das ganz lustig, dass dann so viele Leute, weil ich habe das auch nicht gewusst. Ich sag jetzt nicht, oh mein Gott, das hat keiner, wie konnte man das nicht wissen? Wie konnten irgendwelche Leute, die nicht aus Deutschland kommen, wissen, dass der Typ schon mal im deutschen Fernsehen war? Aber ja, scheinbar war der schon mal irgendwie bei Schlag den Star oder so und hat eben auch nach GTA 6 da irgendwie gefragt und reingerufen und jetzt einfach nochmal das Gleiche gemacht und dann aber versucht, dieses Bill Clinton-Ding zu übernehmen, weil dieses Schlag den Star-Ding, das war vor den Video Game Awards, also der Typ war eigentlich zuerst, er ist nicht die Kopie gewesen von dem Bill Clinton-Typen, aber er hat eben auch dieses Bill Clinton-Ding übernommen, um da wahrscheinlich einfach mehr Aufmerksamkeit drauf zu ziehen, wo ich mir dann so denke, Junge, also jetzt ist auch irgendwie alt, dann lass dir, also wenn du eine Show irgendwie stören willst, dann lass dir was anderes einfallen. Weißt du, lauf nackt oder so mal auf die Bühne. Mach einfach ein Salto oder so. Weißt du, ein Backflip, irgendwas Interessantes, ich weiß nicht. Schlag dir auf der Bühne selber ins Gesicht, keine Ahnung. Lass dir mal was Neues darauf irgendwie einfallen. Aber ich fand das sehr lustig, dass dann das einfach so kam, dass wohl niemand in der Berichterstattung auch irgendwie international das eben dann weiter verbreitet. Und es kam halt nur von irgendwelchen deutschsprachigen oder beziehungsweise deutschen Newsquellen, kam höchstens mal, yo, den Typ, den gab's schon mal. Aber ja, vollkommen absurd. Holt euch bessere Security. Holy shit. Vor allem solche Leute sollten doch eigentlich auch gescreent werden. Also, dass du dann weißt, irgendwelche Personen, die schon mal ein Event und sei es eben auch ein deutsches Event irgendwie gestört haben, darauf sollte man doch in irgendeinem Fall achten oder so. Keine Ahnung. Ja, muss wohl sehr, ich weiß nicht, wie war das für Leute, die irgendwie da saßen und haben auch aus der Perspektive mitbekommen. Aber ja, Starfield war eben da, wurde auch nochmal gezeigt und das ist wieder so das Gleiche. Ja, wir haben hier für den Spot bezahlt. Hier, Jeff, zeig uns den Werbetrailer nochmal. So, Todd Howard, Short King, auf die Bühne gekommen und es wurde auch nichts mehr Neues gezeigt. Es war einfach nur so ein Cinematic-Trailer, der jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen im Fernsehen oder online oder sonst wo gespielt wird, für den mehr Geld ausgegeben wurde. So, das komplette Geld, was wahrscheinlich für diesen Trailer gezahlt wurde, das hätte den Microsoft, den Xbox 360 Store für die nächsten 100 Jahre am Laufen lassen halten. laufen halten können soll. Und das wurde dann dafür in das Marketing dann eben reingesteckt. Aber ja, es wurde halt nichts Interessantes gezeigt. Starfield, ich habe es jetzt preloaded. Wenn es dann rauskommt, dann im September. Ich bin mal gespannt. So die bisherigen Eindrücke von Leuten, was man gehört hat, das scheint ja ganz gut gewesen zu sein. Aber auch hier war eben nichts irgendwie Neues, Interessantes dabei, wo man drüber reden konnte. Jetzt tatsächlich eine der Ankündigungen, wo ich wirklich gedacht habe, ja, Baby, das war für mich wahrscheinlich jetzt auch nur, weil wir bei unserem Inkrim Radio Horror Podcast darüber gesprochen haben. Auch nochmal da Empfehlung für Ink Ribbon Radio, mein Horrorspiel-Podcast. Da haben wir tatsächlich über beide Little Nightmares-Teile gesprochen, den ersten Teil letztes Jahr und den zweiten Teil dieses Jahr. Und wahrscheinlich
weil die das auch alle gehört haben, waren so, okay, für die beiden Jungs machen wir jetzt mal einen dritten Teil, Little Nightmares 3, wieder mit zwei Figuren, dieses Mal aber auch eben komplett anderes Setting. Habe ich Bock drauf, bin ich auf jeden Fall gespannt und werde ich auch definitiv hier besprechen, aber dann eben auch beim Podcast, wenn das Ganze dann eben rauskommen wird. Wukong scheint auf jeden Fall ein ganz interessanter so Soul, also das heißt Souls-Klon will ich jetzt nicht sagen in dem Fall, aber halt Indie, geht auf jeden Fall in die gleiche Kerbe wie diese 3D-Action-Titel, ne? Etwas wie ein Souls oder ein Team Ninja-Titel, ein aktueller auf jeden Fall. Ich bin von der generellen Optik gar nicht so angetan, weil es, also gerade wenn diese Tagessequenzen zu sehen sind, dann ist es so ein 0815 Standard-Lighting, was man zu sehen bekommt, so wo alles auch zu sehr stark von der Sonne irgendwie ausgeleuchtet aussieht und dementsprechend nicht wirklich, also es wirkt halt für mich nicht interessant oder bedacht. So, das hat nichts mit der grafischen Qualität zu tun oder dem eigentlichen Art Design, aber so dieses reine Lighting wirkt auf mich eben sehr generisch und nicht bedacht. Und deswegen fand ich zum Beispiel die Szene am Ende wesentlich interessanter, als dann gezeigt wurde, oh, dieser Rotfilter, der da drüber war, ne? Das ist so ein bisschen Elden Ring Caled-mäßig aussah mit diesem Blutregen, der auch dazu kam. So, das war etwas, wo ich auf einmal so, oh, okay, solche Sequenzen gibt es in dem Spiel. Oh, das ist eine interessante Entscheidung. Da habe ich irgendwie Lust drauf. Die Sache war dann, dass dann leider das Spielerische in dem Moment so am langweiligsten aussah, wo es wirklich dieser Boss, der auch, ne, sah cool designt aus, hat dann aus der Entfernung super langweilige, super stark telegrafierte Angriffe abgelassen, die man beide mit einem einfachen Dash-Move ausweichen konnte, wo ich mir so, okay, das wirkt jetzt nicht wirklich interessant. Und dann auch diese Projektile, die er abgefeuert hat, wo dann der Charakter einfach nur mit seinem Stab das ganze Ding abwehrt und ich mir denke, das muss ja nicht mal richtiges Timing haben, wenn das so lange laufen gelassen werden kann. So, das wird wahrscheinlich einfach nur ein Button-Press oder ein Button-Hold sein, dass er seinen Stab vor sich dann irgendwie hält und das Ganze abblockt. Und dann kommt der Gegner auf einen zu und macht einfach 10 Sekunden gar nichts, während der langsamste Angriff gestartet wird ever, aber du musst dir keine Sorgen machen, weil der Gegner sowieso einfach nur dasteht. Also das wirkte in dem Fall, zumindest als so ein gezeigter Beispielkampf, sehr, sehr undynamisch und viel zu einfach. Also da, auch da hoffe ich, dass es einfach nur ein falscher Eindruck war, der in dem Fall von diesem Trailer gegeben wurde. Aber generell habe ich Lust drauf. Also generell ist es auf jeden Fall ein Spiel, wo ich Lust habe, falls jetzt nicht irgendwie zu viele andere Sachen zu dem Zeitpunkt rauskommen, das mir definitiv dann anzusehen. Killing Floor 3. Zum Spiel selber kann ich leider jetzt nicht viel sagen, weil auch nichts viel gezeigt wurde, aber ich eben auch die beiden Vorgänger nicht gespielt habe. Ich glaube, den ersten Teil habe ich irgendwo in der Steam-Bibliothek oder irgendeiner davon war mal bei PS Plus oder so dabei. Also ich habe zumindest Zugriff drauf, aber jetzt nicht gespielt. Den Trailer an sich fand ich aber ganz cool. So als cinematischen, einen vorgerenderten Trailer in dem Fall. Einfach nur, wie diese Kreatur auseinandergesägt, aufgeschnitten und dann die Teile irgendwie dran gesetzt wurde. So für mich als Gore-Freund war das definitiv was Cooles, aber vom Spiel selber war jetzt ehrlich gesagt nichts viel zu sehen, außer am Ende so ein paar Shots, ja, kann ich jetzt dementsprechend auch nicht wirklich was zu sagen. Age of Empires 4 Anniversary Edition, wo ich sehr lustig finde, also ich meine, klar, ne, ist halt cool, dass sie versuchen, das irgendwie auf die Konsole rauszubringen, aber ich weiß gar nicht, für welche Leute das großartig ist, weil die Fanbase von diesen Spielen, ne, von, sagen wir jetzt allgemein Age of Empires oder eben auch von RTS, die wollen das doch auf dem PC spielen, die spielen das doch schon auf dem PC, also ich weiß nicht, für wen dann irgendwie so ein Konsolen-Release gedacht ist, außer Leute, die jetzt eh schon Game Pass haben und sich denken, oh, Age of Empires, das kenne ich noch von früher, aber ich habe jetzt keinen PC irgendwie aufgebaut. Lass das mal irgendwie ausprobieren. Keine Ahnung. Ich fand es auf jeden Fall ganz knuffig, als sie diese Xbox-Formation im Spiel hatten. Ich hoffe, die gibt's auch wirklich. Das war jetzt nicht einfach nur für den Trailer. Aber ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich habe auch damals ein bisschen Age of Empires 2 gespielt. War grauenhaft da drin. Vololo, let's go. Ich hoffe, es wird irgendwie cool und dass die Leute, die darauf Bock haben, sich darüber freuen. Das kann ich, glaube ich, jedes Mal einfach. Ich nehme das einmal auf und dann füge ich das bei diesen ganzen Trailern irgendwie ans Ende.
Und das fand ich mega seltsam. Dieses Rebel Moon, da wird jetzt auch kein Footage oder so von zu sehen sein, weil dann wird's wieder geclaimed und ich habe jetzt keine Lust, so ein ewiges Video 5000 Mal rendern zu lassen. Aber warum muss ein Zack Snyder Film, warum muss ein Netflix Film hier extra gezeigt werden? Warum braucht das Aufmerksamkeit in der Präsentation? Das meine ich damit, dass diese Jeff Keighley Sachen, die fühlen sich einfach so kommerziell an, auf die schlimmste Art und Weise, wo ich so, ja, um meine große Shows zu machen, da muss ich das irgendwie bezahlt werden und sonst was. Ja, aber das ist doch nicht die, das sind doch nicht die Video Game Awards. Das ist Gamescom Opening Night Live, wo ich mir denke, also wenn, sollte das doch von der Messe irgendwie bezahlt werden oder beziehungsweise zeig einfach nur die fucking Trailer, die die Leute einreichen. Aber das wirkt einfach wie so, ja, Netflix hat uns Geld gegeben und wir zeigen das jetzt. Was hat das mit Videospielen zu tun? Ja, wir wollen auch irgendwie ein Spiel dazu machen, zu meinem generischen Sci-Fi-Adventure. Also es ist ein fucking Zack Snyder-Film, beziehungsweise auch Sachen, die er selbst geschrieben hat. Das eine, was der Mann halbwegs gut kann, sind irgendwelche Umsetzungen von anderen Leuten irgendwie zu machen. So mit immer noch, finde ich, den besten Film ist das Dawn of the Dead Remake und das ist von James Gunn geschrieben und die schlimmsten Sachen am Film sind die Sachen, die Zack Snyder hinzugefügt hat. So dieser ganze religiöse Teil vom Film beispielsweise. Deswegen, mich interessiert's überhaupt nicht. I don't give a fuck about Zack Snyder. Vor allem nicht seine eigenen Filmprojekte, die nicht auf irgendwelchen anderen Werken basieren. Und das hier in einer Videogame-Show zu zeigen, weil ja, wir machen auch ein Spiel. Gibt's da irgendwelche Infos oder irgendwas dazu? Nein, lol, okay, alles klar, weiter geht's. Crimson Desert, wo ich das Gefühl habe, ist es das koreanische Biomutant? Ist es das Spiel, was einfach zu viel verspricht, was es irgendwie zu viel machen möchte? Weil an sich war waren da sehr viele Dinge drin, die ich so als kleine Ideen cool fand, ne? Wo ich so, oh, ja, fucking Heißluftballon, oh, du kannst durch ein Portal gehen und du fällst irgendwie aus dem Himmel raus und oben ist auch Tears of the Kingdom, zwei Welten irgendwie aufgebaut, du kannst ein fucking Rattenfänger sein, Katzen streicheln, sonstigen Kram. Gameplay sah super generisch aus, aber einfach die Art der Vielfalt, was du machen kannst, und das ist eben direkt die Sorge, gerade dann von so einem Studio, wo ich jetzt keine Ahnung habe, ja, das sind die Leute, die wahrscheinlich Black Desert oder so gemacht haben, aber so viel zu machen und so viel auch zu zeigen und dann das noch und das noch und das noch, so das ultimative Feature-Creep-Spiel, wo ich mir eben direkt denke, da kann doch nichts großartig von funktionieren und poliert sein. So, ich habe halt, wie gesagt, das waren halt so die Vibes, die ich dann gekriegt habe, war die besten Vibes waren, oh ja, irgendwelche Sachen, die mich an ein Spiel wie Dragon's Dogma erinnern, aber auf der anderen Seite waren dann eben so Vibes, die mich an Forspoken oder an Biomutant erinnert haben. Und da denke ich mir so, okay, da bin ich mal vorsichtig, also da habe ich definitiv ein Auge drauf, aber es war einfach so viel Crap, der da reingeworfen wurde, dass ich mir denke, das ist das unfokussierteste Spiel aller Zeiten, also noch unfokussierter als irgendwie Biomutant und kann in meinen Augen auch deswegen einfach, also beziehungsweise ich würde darauf setzen, dass es dementsprechend nicht wirklich gut wird, aber vielleicht kann es durch diesen Wahnsinn-Wirrwarr irgendwie interessant werden. Aber ja, werden wir dann sehen müssen. Fucking Ice-T lebt noch, muss denn schwarz-weiß gezeigt werden, weil cool, I don't know. Payday 3 interessiert mich persönlich auch nicht, aber was ich auch schon im Livestream mich gefragt habe, ist die Art und Weise, wie das Gameplay gezeigt wurde. Von dem, was ich von Payday weiß, war das kein Trailer, also im Gegensatz zu dem Ankündigungstrailer, wo ich gesagt habe, ja, das wird Fans wahrscheinlich interessieren, aber der Trailer, der hier gezeigt wurde, das hat das Spiel auf eine Art und Weise präsentiert, von dem, was ich darüber halt weiß, dass ich nicht das Gefühl hatte, das ist auch für Fans davon interessant, dass das versucht, irgendwie andere Leute davon zu überzeugen, es zu spielen, irgendwie eine COD-Crowd oder so. Also, keine Ahnung. Können mir Fans von Payday gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr diesen Trailer fandet. Auf mich hat das halt sehr befremdlich gewirkt. Auch wieder ein Trailer, der vollkommen nutzlos war und wo man einfach nochmal zeigen könnte, ja, hier, das kommt auch raus. Assassin's Creed Mirage. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, den, ich weiß nicht, ob vorher schon bekannt war, der genaue Release-Trailer, aber jetzt wissen wir es dann zumindest in dem Fall Anfang Oktober. Sehr fucking voller Monat, definitiv. Ja, es war einfach ein Trailer, der nochmal Story-Schnipsel wo ich auch nichts zum Spiel erfahren habe. Spielerisch wurde absolut gar nichts davon gezeigt. Es war einfach nur nochmal so ein eingekaufter Werbeslot. Ja, dieses Spiel kommt auch. Und von dem, was ich vom Gameplay halt der letzten Präsentation gesehen habe, ist es mir ziemlich egal. Ich finde das Setting cool und das war's. Tekken 8, Baby! Alter Harada, ich liebe es, dass dieser Mann seit 25 Jahren den gleichen Stil hat und dass er sich seit 25 Jahren irgendwie auch stilistisch so gehalten hat. Ich hoffe, der Typ hat gut seine Dolo Dopendan gekauft.
die er immer so feiert auf Twitter. Aber ja, cineastischer Trailer, auch da nichts wirklich Neues zum Spiel zu sehen. Ich wusste nicht, dass es einen Charakter gibt, der auch auf Deutsch synchronisiert ist, selbst im Original. Und passend dazu war es auch eine grauenhafte deutsche Synchronisation. Das war, also allein wie der Sparring ausgesprochen hat, wie als ob es ein Sparring oder zum Sparen, komm mit mir sparen, als ob er dir gleich irgendwie seine Coupons für den Lidl zeigen möchte oder so. Das war super cringe, aber dementsprechend sehr authentisch. Ich hab Bock, absolut wildes Spiel. Ich liebe Tekken von der Art und Weise, wie es eben ehrlich ist. So, Tekken ist nicht aufgesetzt, versucht nicht irgendwie mehr zu sein als das, was es ist. Tekken weiß, dass es dumm ist. Tekken weiß, dass es unfassbar dumm ist und ist auch stolz drauf. Und das respektiere ich und dafür mag ich eben auch die Serie und werde mir auch Tekken 8 garantiert ansehen. Wie gesagt, ich bin kein großer Connoisseur, was Fighting Games oder so betrifft. Ich muss noch Zeit mit Street Fighter 6 momentan nachholen, um da mal irgendwie halbwegs wieder reinzukommen. Aber Tekken ist natürlich auch für mich etwas, wie für viele andere Leute, sehr nostalgisch, sehr viel Zeit verbracht mit den alten Tekken-Teilen, vor allem eben Tekken 3, Tekken Tag Tournament und eben 5 auch bei mir. Bitte bringt wieder die absurden Singleplayer-Kampagnen zurück. Ich will wieder meinen Devilgen-Modus haben. Je dümmer, desto besser. Modern Warfare 3, ja, wir kriegen neues Modern Warfare, holy fucking shit. Ich weiß nicht, warum man immer noch diese Trailer zeigen muss, wo die Leute kaufen sich Call of Duty für den Multiplayer. Die Leute kaufen sich Call of Duty für das schnelle, hektische Gameplay und dann präsentiert man diese Spiele auf die langweiligste Art und Weise, wo es jetzt, das sah aus wie dieses Gefängnis, wo man in Modern Warfare 2 reingeht, Soap dort zu retten und war einfach nur, ja, du gehst jetzt hier durch und folgst deinem NPC-Charakter und der sagt dir, oh, jetzt kannst du mal auf den schießen. Und dann schießt du auf den. Und es ist so, das ist genau das, für das ich nicht irgendwie ein Call of Duty irgendwie spiele. Und sah grafisch opulent aus, aber ja, ein unfassbar langweiliger Trailer. Definitiv keine Lust auf das Spiel gemacht. Nightingale, ja, irgendein stilistisch ganz cool Survival-Kram, interessiert mich nicht. Hoffe, es wird cool für die Leute, die darauf Bock haben. Grand Blue Fantasy Relink hat einen Release-Termin bekommen. Anfang nächsten Jahres, am 1. Februar, habe ich definitiv Bock drauf. Da freue ich mich schon. Seitdem die ersten Gameplay-Trailer gezeigt haben. Ich finde das stilistisch super cool. Einen Action-RPG in so einem richtig guten, stilistischen Anime-Style habe ich definitiv Bock drauf. Also gerade auch die ganzen Animationen und die Attacken davon wirken cool. Ich hoffe dementsprechend natürlich, dass es auch spielerisch dann überzeugen kann, dass gerade auch so die Interaktion mit dem ganzen Team dann auch gut sein werden. Aber das wird sich dann zeigen. Also freue ich mich schon seit der ersten Ankündigung drauf und werde das auch hier definitiv auf dem Kanal besprechen. Immortals auch seltsam zu sehen, weil das ja, ich weiß, das kommt jetzt halt gerade raus, aber auch das hatte wieder nur so einen TV-Trailer, der gezeigt wurde. Und es war halt so ein bisschen lustig, das jetzt nochmal in diesem Event zu sehen, wo es gerade gestern kam, glaube ich, die ganzen Bewertungen davon raus. Und es hat so einen unfassbar durchschnittlichen Metacritic von 3 oder 64, was halt für so ein AAA-Spiel schon fast niederschmetternd ist. Also ja, klar, es ist keine Grütze, aber es sah unfassbar generisch aus und scheinbar scheint es unfassbar generisch zu sein. Nichts Schlechtes, aber mehr so ein Ding, wo ich, ja, kommt irgendwann über EA Play in den Game Pass, dann werde ich es mal ausprobieren, aber vorher brauche ich damit definitiv keine Zeit verschwenden. Zeit für meine Pinkelpause. Das war dieses ganze Hoyo-Live-Ding, wo ich so immer denke, Alter, dieser Stil von den Spielen sieht so cool aus. Also gerade auch dieses Zenless Zone Zero, super cooler, edgy Name. Also der 13-Jährige in mir hat sich definitiv darüber gefreut, aber einfach zu wissen, dass das schon wieder so eine Gacha und Live-Service und so der ganze Bullshit da drum, dich macht doch einfach, weißt du, ihr könnt das ja machen, ihr könnt eure Milliarden damit verdienen und die ganze Leute das Geld aus der Tasche ziehen. Das ist vollkommen okay, macht das, gib mir wenigstens ein Singleplayer-Spiel damit. Gib ein Singleplayer-Spiel, dann kriegt ihr auch Geld von den Leuten, die euch niemals auch nur einen einzigen fucking Cent für diese Spiele geben werden. Ich werde in meinem ganzen Leben auch keine einzige Sekunde mit diesen Spielen verbringen. So, ihr werdet mich nicht dazu kriegen, irgendwie Star Rail oder Genshin Impact zu spielen. Das wird nicht passieren. Aber ihr könntet von mir Geld bekommen, wenn ihr ein ordentliches Singleplayer-Spiel macht, auch um diese Marken weiterhin zu stärken und eine crossmediale Promo und so ein Scheiß. Weil die ganzen Designs und auch spielerisch sah jetzt irgendwie auch dieses Zenless Zone Zero ziemlich cool aus. Macht eine Singleplayer-Kampagne raus, ohne diesen ganzen anderen Bullshit. Dann zahle ich auch gerne Vollpreis dafür, aber bis dahin, I sleep. Oh, und dieses Event will einfach
einfach nicht aufhören. Lords of the Fallen, auch wieder nur irgendeinen TV-Trailer gezeigt, kein neues Gameplay davon. Stilistisch habe ich definitiv Bock drauf. So, das ganze Horror-Setting davon werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Aber ja, dieser Trailer einfach absolut nichts sagen, nur irgendwie einen Werbeslot eingenommen. Sonic Superstars wurde zumindest neues Gameplay gezeigt, so ein bisschen in dem Trailer. Ganz cool. Ich finde, es sieht visuell immer noch aus wie Grütze. Das ganze Lighting da drin lässt es einfach total matschig wirken und auch die Stellen, die irgendwie nicht so dunkel sein sollten, sind viel zu dunkel. Ja, keine Ahnung. Also es hat sich bei mir der Eindruck noch nicht wirklich geändert. Arzest als Entwickler macht mir immer noch Bauchschmerzen. Also auch deswegen kann ich mich spielerisch nicht wirklich darauf freuen, aber ich hoffe, dass es gut wird. Ich hoffe, dass es gut wird. Ich will es nicht abschreiben. Ich hoffe, dass es zumindest, selbst wenn es mir visuell nicht zusagt, dass es mir zumindest spielerisch irgendwie gefällt. Aber ja, bei dem Entwickler, ganz große Bauchschmerzen. Und jetzt auch hier wieder bei der Ankündigung Sonic Frontiers einfach so ein bisschen was aus einem Cinematic-Trailer gezeigt. Ja, es gibt neue Gratis-Inhalte für Sonic Frontiers. Okay, cool. Falls ihr meinen Eindruck dazu sehen wollt, ich habe eine Review gemacht letztes Jahr. Ich glaube, da wird sich auch mit diesem DLC nicht großartig was dran ändern. Und es ist so, ja, vielleicht schaue ich mal rein, aber ich glaube eher nicht. The First Descendant, wo ich so auch spielerisch wieder gesagt habe, yo, das könnte was für mich sein, aber es sah schon so aus. Es sah schon so aus wie eines dieser Spiele, wie eines dieser Live-Service-Dinger oder sonstige Sachen, die so Destiny, MMO-Style, bla 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 sind, so Warframe oder sonst irgendwas. Und dann mein Chat meinte eben auch, ja, das ist genau eins dieser Spiele. Interesse sofort für mich verloren. I don't give a shit. Under the Waves kommt jetzt auch Ende des Monats. Auch da einfach nur nochmal den Trailer, den wir schon gesehen hatten, kurz zusammengefasst. Hatte ich in meiner Monatsvorschau besprochen. Ich hoffe, dass ich Zeit dafür finden werde, das irgendwie mir mal anzusehen, aber kann ich definitiv nicht versprechen. Aber ja, das war so ein Beispiel dafür, was ich an diesem Event sehr langweilig fand. Und halt bis, das war auch so eine Sache, dass ich habe mir so ein paar Sachen im Kopf behalten vom Event gestern, aber bevor ich jetzt hier zu dieser Aufnahme gegangen bin, musste ich mir nochmal alles einmal durchgucken, um die Sachen aufzuschreiben. Und so viele von diesen Sachen hatte ich vergessen. Ach ja, stimmt, das hat auch nochmal einen Trailer irgendwie dazu bekommen, weil das hier und da nur so 30 Sekunden irgendwie drin war. Und ich finde generell, du hättest dieses ganze Event so viel abkürzen können einfach. Fort Solis, auch da Troy Baker, immer noch cringe. Dieser Mann ist ein großartiger Synchronsprecher, wenn er eine gute Direktion bekommt. Ne? Also seine Rolle auch als Joel, eine der besten Performances aus der Videospielgeschichte, das will ich ihm definitiv nicht absprechen. Aber dieser Mann sollte nicht an ein Mikro gelassen werden, wenn er keinen Text vor sich hat. Wie er versucht, einfach immer die Sachen an sich zu reißen, irgendwie krampfhaft was Lustiges zu sagen. Und jedes Mal habe ich einfach nur, es ist so fremdschämend. Und lass diesen Mann einfach nicht mehr an irgendwie ein Mikro so in den Hintergrund stellen, dann kann er gut aussehen, was er definitiv tut. Und das sollte dann irgendwie gewesen sein. Aber ja, Fort Solis, wir werden das wahrscheinlich bei Ingram Radio besprechen. Die Reviews sind jetzt herausgekommen und ja, scheint wohl auch relativ mittelmäßig zu sein. Keine Ahnung, ich hoffe, dass es mir zumindest gefallen wird, aber das müssen wir da mal gucken. Expeditions, a Mudrunner Game. Ich habe das Gefühl, sie haben sich einfach keinen guten neuen Namen einfallen lassen können, wo es so, ich hatte damit gerechnet, dass sie es World Runners nennen oder World Runner, weil es ist so Mudrunner und dann Snow Runner und jetzt, oh, wir haben jetzt eine offene Struktur, wie nennen wir das? Und dann so, Expeditions, a Mudrunner Game. Das habe ich so gefühlt, das ist so ein Kompromiss, weil uns ist nichts Besseres eingefallen, aber ja, sieht ganz cool aus. Ich müsste halt mal die vorigen Spiele spielen. Wenn, dann werde ich wahrscheinlich in SnowRunners mal reingucken, einfach weil Schnee, da bin ich einfach biased dem gegenüber. Aber ja, sah ganz cool aus und hey, für Leute, ne, ihr wisst Bescheid, für Leute, die sich darauf freuen, hoffe ich, dass es cool wird. The Crew Motorfest, auch hier einfach nur einen neuen Trailer irgendwie bekommen, ohne so einen Franzosen, der das Ganze schlecht vorträgt, fand ich das auch Ganze nicht so cool. Sieht immer noch aus, als ob The Crew einfach nur Forza Horizon sein möchte, wodurch es den eigentlichen Appeal des Hauptspiels irgendwie so ein bisschen fallen lässt, keine Ahnung. Ja, mega langweilig, hat keiner gebraucht auf diesem Event, in der Form das zumindest zu zeigen. Ein weiterer Werbetrailer. Cyberpunk 2077, der DLC, der jetzt herauskommt. Und das muss ich sagen, ich fand das ganz cool, dafür es jetzt hier gezeigt haben, mir die Bestätigung zu geben, dass ich alles richtig gemacht habe. Ich habe dieses Spiel nicht zum Start gespielt. Ich habe einfach nur mal kurz reingeschaut, als es jetzt irgendwie hieß, ja, die Series X-Variante läuft jetzt zumindest ganz ordentlich. Aber auch da war ich so, wir haben DLC angekündigt, warten wir mal. Und jetzt
jetzt scheinen ja auch diese kompletten Upgrades, beziehungsweise diese Updates, diese spielerischen Erweiterungen, die werden auch gratis in das Hauptspiel reinkommen. Wo ich mich dann eben sehr darauf freue, weil ich will mir jetzt nicht den DLC kaufen, nur um das Hauptspiel besser zu machen. Und deswegen, hey, cool, dass es dann auch so nachgereicht wird und in dem Fall mir die Bestätigung gibt, alles richtig gemacht zu haben, zu warten. Und vor allem, es wirkte eben so, jetzt kriegen wir das Spiel, wie es ursprünglich mal angedacht war, wie es ursprünglich mal eben auch gezeigt wurde mit diesen ganzen verschiedenen Fähigkeiten, wo man dann spielerisch tatsächlich irgendwelche Unterschiede hat, anstatt einfach nur, oh ja, das ist, jetzt kannst du die andere Waffe einsetzen, die ein bisschen mehr Damage macht oder aus der Entfernung genutzt werden kann. So, wirklich mal tatsächliche Änderungen im Gameplay zu haben, ist ganz cool. Freue ich mich auf jeden Fall da mal drauf. Wahrscheinlich nächstes Jahr oder so dann in Cyberpunk komplett mal eintauchen zu können und dann werde ich wahrscheinlich das Hauptspiel und den DLC einfach so als ein Gesamtpaket irgendwie erleben. Stormgate, keine Ahnung, deutsche StarCraft, I don't know, auch da wieder, hey, RTS, ich fand, es sah super generisch aus, stilistisch auf jeden Fall, aber für die Leute, die sich drauf freuen, ihr wisst Bescheid, ne? Jedes Mal eintrinken, wenn ich das sage. Und jetzt war das war das absolut beste, seltsamste Segment. Ohne irgendwie vorher drauf vorzubereiten, es ist einfach dieses Playing for the Planet von der UN, keine Ahnung. Ja, wir haben basierend darauf, wer selbst sich angemeldet hat. Hier sind drei Firmen, die sich selbst auf diesen Award beworben haben. Und Microsoft hat gewonnen. Weil, habt ihr irgendwas richtig Gutes gegen den Klimawandel gemacht? Nein, irgendwie darauf, dass die Art und Weisen, wie die Konsolen hergestellt werden, für den Vertrieb irgendwie, das Verpackungsmaterial wurde irgendwie klimaneutraler verbessert. Und also, nein, die Leute sehen beim Entwickeln, wie viel Strom ihr Code verbraucht. Was? Bitte was? So, vor allem für das Spiel selber werden doch trotzdem noch im Hintergrund die ganzen anderen Sachen weiterhin laufen. Ihr standardmäßig die Konsolen auch so eingestellt habt, dass ihr weiterhin noch im Standby auch dann mehr Strom ziehen, weil eben noch so viele Sachen laufen müssen. So, ich nehme meine Konsole einfach vom Strom generell. Ich habe das an diverse Mehrfachsteckdosen im System da hinten angeschlossen, wo ich dann mit einzelnen Steckern auch nur die Sachen anmache, die ich dann brauche und dann abends sowieso komplett aus. So, damit spare ich, glaube ich, wesentlich mehr Strom als irgendwelche Entscheidungen im Code, die dann irgendwie den anzeigen, oh ja, wenn wir das dann so aufbauen, dann verbrauchen wir irgendwie, keine Ahnung, so und so weniger Kilowatt, keine Ahnung. Ich finde, das ist einfach so ein fucking Lip-Service, so who cares? So, das ist nichts, was in irgendeiner Form tatsächlich dem Klimawandel beisteuern wird. So, hey Microsoft, keine Ahnung, vielleicht macht ihr ein Spiel, in dem es darum geht, irgendwelche Pipelines zu zersprengen oder so, irgendwelche Ölkonzerne zu zerstören. Das wäre vielleicht mal was Hilfreicheres, aber nicht so ein Mumpels. Aber hey, wenigstens konnte Phil Spencer sich für irgendeinen Award einkaufen und einmal auf die Bühne kommen. Grandios, was für ein Bullshit. Last Epoch, das war auch so ein Spiel, wo ich gedacht habe, ist das irgendwie, die haben das so als großes Ding aufgebaut. Und ich habe noch nie davon gehört, was natürlich nicht heißt, dass es kein großes Ding ist. Aber dann auch so zwischen, jedes Mal, wenn diese eingekauften Influencer-Segmente kommen, da gehen bei mir sofort die Alarmglocken für irgendwelche Spiele an und ich bin so, ja, wirklich, keine Ahnung, können mir Leute sagen, die an sowas interessiert sind, ob das irgendwie interessant aussah, aber das ganze Segment roch für mich nach, als ob wir irgendwie so ein Diablo-Fake Astroturfen müssen oder so. Dass das Ganze irgendwie größer aussehen zu lassen oder wichtiger, als es tatsächlich ist. Auch hier wieder, ich meine, ich habe mich gefreut, dass Mr. Cocaine wieder auf die Bühne gekommen ist mit derselben Energie, hat sich vorher dann auch noch wahrscheinlich mit irgendwie Phil zusammen die Line gezogen für Marvel Snap. Nichts zum Spiel gezeigt, vollkommen uninteressant, einfach nur einen übertrieben geilen animierten Trailer, wo ich mir denke, warum wird sowas nicht für die Spiele selber produziert? Warum muss das immer nur für irgendwelche Marketing-PR-Zwecke auf Events gezeigt werden, für irgendwelche TV-Trailer oder sonst was? Warum kann das nicht in den Spielen selber drin sein? Warum kann nicht ein Spiel so einen Stil machen? Weil die Animation war hervorragend, auch die ganzen Wechsel von den Charakteren, wie die eben ausgesehen haben. Und ich war einfach nur, das ist vollkommen eine Verschwendung gewesen. Ich hoffe, die Leute, die es gemacht haben, wurden gut bezahlt. Armored Core 6, freue ich mich drauf. Mega langweiliger Trailer, normaler Trailer, einfach nur runtergeschnitten. Hey, dieses Spiel kommt jetzt auch raus diese Woche. Wisst ihr Bescheid, Leute. Warhaven, ich bin mal gespannt, wie vollkommen cool und normal die Kommentare wahrscheinlich, wie beim Prince of Persia
Spiel aussehen werden. Aber ich fand es einfach weird, so einen aufgebauten Trailer wegen auch wieder mit dieser Musik. Und dann am Ende ist es einfach so Warhaven Free-to-Play und es ist so, ja, das Spiel selber sieht wahrscheinlich null so aus wie den Trailer, den ich hier gerade gesehen habe. Mortal Kombat 1 sieht mehr aus wie Mortal Kombat 1. Ich habe daran kein Interesse. Ich habe wieder die schlimmsten Animationen an meinem Fighting Game ever gesehen. Keine Ahnung, wie NetherRealm das nicht irgendwie mal hinbekommen kann, die Sachen gut aussehen zu lassen. Ist ja nicht so, als ob man mit einem realistischeren Charakterstil die Animationen nicht besser aussehen lassen könnte. So Tekken beweist das seit Ewigkeiten schon, dass das irgendwie geht. Und NetherRealm kriegen es einfach nicht hin. Ich weiß es nicht. Und ja, wie gesagt, mich interessiert die Lore einfach nicht. Und von daher war jetzt auch alles, was hier neu gezeigt wurde, für mich eben vollkommen uninteressant. ARA, History Untold, ich glaube, das ist der schlimmste Name für so ein Spiel. Was heißt ARA? Was ist das? Oh, wir nennen unser Spiel ARA. So kannst du es auch oder nennen und dann machst du einfach einen JoJo-Titel oder so draus. Ja, so Grand Strategy 4X Game bringt mich zum... Also damit kann man mich wirklich quälen, glaube ich, mit solchen Spielen. Das wollt ihr auch nicht sehen, dass ich sowas... Also wenn ich sowas jemals im Stream spiele, das ist, glaube ich, peinlicher wird es für mich nicht sein. Also da werdet ihr jeglichen, also selbst den letzten Respekt, den Leute noch haben vor mir, den werden sie dann endgültig verlieren. Diablo 4, Season of Blood. Ist da irgendwie der Trailer nicht rechtzeitig fertig geworden? Also wenn Blizzard doch noch irgendwie eine Sache wirklich kann, dann sind es doch ihre geilen CG-Trailer. Also selbst ich, der absolut nichts mit der Story oder sonstigen Sachen von Diablo anfangen kann, muss ja trotzdem zugeben, dass diese CG-Trailer wirklich immer richtig gut gemacht wurden. So, und dieses Mal hat es Call of Duty übernommen, so den besten CG-Trailer, also zumindest visuell irgendwie zu präsentieren. Aber das war einfach, als ob die Storyboards nicht fertig gewesen. Also wir haben einfach noch die Storyboards gehabt, der Trailer, keine Ahnung, oh, scheiße, wir haben unsere VFX-Artists im Ausland zu Tode gearbeitet, die konnten das auch nicht mehr rechtzeitig irgendwie fertigstellen, egal wie viel Geld wir draufgeworfen haben. Ja, lassen wir einfach mal die Storyboards, die wir haben, animieren. Also das war super weird. Dann, okay, ist halt alles klar, Season of Blood, who gives a shit? Wenn ich sage, who gives a shit? Ich meine halt der Trailer, so wie das eben präsentiert wurde. Oder waren da auch dann Fans, die dann gesagt haben, oh ja, mega. Das war geil, dass wir statt einem guten CG-Trailer sowas gekriegt haben. Da wurde jetzt auch Geld eingespart. Mega. Dustborn sah super cringe aus. Das war wirklich so, als ob man den Humor und das Writing von Borderlands 2 jetzt nach 2023 portiert hätte. Super unangenehm, so die ganze Art und Weise, wie auch die Charaktere darüber gesprochen haben. So ein Spiel zum Fremdschämen leider. Der absolute Goat am Ende von diesem Stream nochmal, das war so neben Little Nightmares 2 für mich die beste Ankündigung. Thank goodness you're here. Das war stilistisch so abgefahren, so cool, auch von diesem ganzen surrealen Humor, der da drin zu sehen war. Ich habe keine Ahnung, wie das spielerisch aussehen wird, aber selbst wenn es auf deiner Gameplay-Ebene langweilig sein sollte, ich glaube, alleine nur für diesen abgedrehten visuellen Trip werde ich das wertschätzen können. Definitiv. So, und jetzt abschließend für das Ganze noch einmal kurz Alan Wake 2. Auch da muss ich leider sagen, dass ich so ein bisschen enttäuscht war davon. Ich dachte, zum Abschluss würde man jetzt zumindest noch mal ein bisschen mehr spielerisch zeigen, weil das Ding kommt im Oktober raus. Sie haben es jetzt halt 10 Tage verschoben, weil sie irgendwie Angst vor Assassin's Creed oder so hatten. Ich weiß es nicht. Damit liegt es jetzt noch näher am Alone in the Dark Remake, wo ich mir als Horrorfan eben denke, toll. Jetzt darf ich die zwei Spiele direkt irgendwie zusammenspielen, um sie dann irgendwie zu besprechen. Aber ja, ich freue mich mega drauf, Alan Wake 2. Das ist so das Spiel, wo ich mich dieses Jahr noch am meisten drauf freue. Sam Lake hat mich mit seiner Arbeit persönlich und gerade mit seinem Writing noch nie enttäuscht. Ich weiß, Leute jetzt werden sagen, aber Quantum Break. Ja, Quantum Break hatte die TV-Serie, mit der nichts zu tun hatte. Vollkommen scheiße. Ja, okay. Aber das Spiel selber fand ich spielerisch ganz okay. Und von der Handlung war es wirklich so das eine Spiel, was eine richtig gute Zeitreisehandlung hatte, was damit eben auch gut umgegangen ist und was sich nicht in irgendwelchen Paradoxen die ganze Zeit verloren hat. Also ja, Sam Lake für mich noch nie irgendwie enttäuscht und in die stärkere Horrorrichtung, in die sie gehen, habe ich Bock drauf und eben auch die Sache, wie sie hier Live-Action einsetzen, weil Control hat das hervorragend gemacht. Control hatte gerade mit diesen Live-Segmenten so einen teilweise guten Horror, aber eben auch Humor bewiesen. Die Sequenzen, die sie jetzt hier in diesem Trailer gezeigt haben, hatten genau diesen Eindruck hinterlassen. Und ich meine, Alan Wake 1 hatte ja auch schon mal so ein Segment, wo du diese Talkshow gesehen hast, wo
eben auch Sam Lake lustigerweise zu sehen war. Und auch so ein Segment gab es jetzt hier, in dem Alan auch dann so selber drin zu sehen ist und eben nicht weiß, wie er darauf reagieren will. Und ich bin mal gespannt, wie sie das tonal hinbekommen. Aber ja, ne, Control hatte schon gezeigt, dass sie diesen tonalen Whiplash in einem Spiel hervorragend vereinen können. Das Ganze ist ja jetzt in einem im selben Universum ja auch angesiedelt. So, da gibt es ja dann dementsprechend die Connection. Freue mich auch sehr auf das zweite Control. Und visuell, was die da wieder, holy shit, was die da abgeliefert haben. So, es gab ja auch in Control war ja zum Beispiel einer von, ein alter Grasshopper-Mitarbeiter, ist ja für eben auch Teile von diesem Art-Design der Umgebungen zuständig, Environmental Artist. Und er hatte ja auch diesen, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie das Segment hieß bei Control. Das war irgendwie, was war das, der Ashtray-Room, bla bla bla, irgendwie so. Also das mit der beeindruckendste Moment aus diesem ganzen Spiel. Und er ist jetzt auch wieder bei Alan Wake 2 dabei. Und auch hier im Trailer, was man so an so ein paar Räumen gesehen hat und wie die sich bewegen, auch wieder so mit Impossible Spaces zu arbeiten. Oh, muah, hervorragend. Ich hätte halt gerne spielerisch noch irgendwas gesehen, weil das immer noch so der Punkt ist, wo ich mir am meisten Sorgen mache, weil das war eben auch der größte Kritikpunkt bei Alan Wake 1. Und ja, aber ich freue mich mega drauf und zumindest visuell das, was hier gerade gezeigt wurde, habe ich mega Bock drauf. Immer ganz cool, Sam Lake zu sehen. Aber ja, das soll es jetzt auch wirklich gewesen sein für fucking Opening Night Live. Passend dazu, dass das Event viel zu lang war, war jetzt auch dieses Video viel zu lang und ich muss mich jetzt gleich wieder viel zu lang ins Editing setzen. Das Video kommt jetzt auch wieder viel zu spät raus oder so. Mega Bock drauf. Vielen Dank, Jeff. Naja, aber ja, allzu zusammenfassend, ja, jetzt nichts. Also falls ihr das irgendwie live verpasst haben solltet, habt ihr nicht viel verpasst. Also da gab es halbe Stunde Directs, die mehr interessante Sachen in dieser halben Stunde zu zeigen hatten. Es gab so ein paar kleine, coole Sachen. Ne, wie gesagt, so die Ankündigung von Thank Goodness I'm Here und Little Nightmares 3, das war auf jeden Fall ganz cool. Aber im Großen und Ganzen, das Problem ist wirklich, dass es eine Trailer-Show war. Das ist einfach nur, ich meine, ja, natürlich, die ganzen Sachen sind immer Marketingzwecke. Die Sachen sind nur dazu da, um uns als Konsumenten auf Titel hinzuweisen, die wir irgendwie kaufen wollen, aber selbst dann kann man es ja gut aufbereiten und zumindest zu diesen Sachen auch neue Infos zeigen. Das ist ja, ja, es war mir klar, dass hauptsächlich Spiele gezeigt wurden, die wir schon kannten, aber dann zeig mir auch was Neues und nicht einfach nochmal einen anderen Render-Trailer oder, ne, ich habe einfach das Gefühl, ich habe 2 Stunden lang TV-Werbespots die meiste Zeit gesehen und nichts irgendwie Interessantes. Und dann auch die Sachen in der Show selber waren teilweise auch so ein bisschen bitte nichts gegen die Person, aber wenn ihr euch irgendwie, kann es ja, ich weiß es ja sehr, sehr zu schätzen, zu befürworten, dass man dann eben auch weibliche Präsentatoren irgendwie dafür holen möchte und dann eben auch aus Deutschland passend eben dazu, dass es dann hier ist. Bitte Leute, die auch mehr Erfahrung haben in der Art und Weise, wie man das Ganze präsentiert und wie man auch, wie gesagt, ich will das nicht, dass es irgendwie fies rüberkommt, aber dass man zumindest sich besser darauf vorbereitet, wenn man das Ganze im Englischen irgendwie vorträgt, so, wenn man von der Person, die selbst, warum musste es dieses Cosplay Ding irgendwie zwischendurch geben. So, wir brauchen mehr Frauen auf der Bühne. Das ist ein Kritikpunkt, den ja die Produktion von Keely zu Recht immer haben. Also packen wir halt Cosplayerinnen oder so auf die Bühne. So, das ist eine Möglichkeit, mehr Frauen drauf zu haben. Und dann ist die eine Person, die da halt dann drüber spricht, hat eine bessere Vortragsweise als dann die eigentliche Präsentatorin. Das war so ein bisschen, weiß ich nicht, falsche Person für den Job ausgesucht. Weiß ich auch nicht, warum man das dann irgendwie annimmt. Würde ich persönlich eben auch nicht machen. So, klar, ich bin zu klein dafür, als ob mich da jemand irgendwie anfragen würde, I know. Aber selbst wenn, würde ich es nicht machen, weil ich halt genau weiß, dass ich das auf einem ähnlichen Level machen würde. Ne? Also es ist nicht so, dass die Kritik wäre von mir, weil ich es besser kann. Ich meine, ich könnte die englische Aussprache besser, aber ich könnte das Vortragen auf so einer Bühne definitiv nicht besser. Einfach nur noch so eine Sache, die dann das ganze Event irgendwie runter machen würde. Bitrate, Katastrophe, ja, wahrscheinlich, wie gesagt, wahrscheinlich irgendwie Gamescom, ja, wir machen das läuft über unsere Leitung. Und dann irgendwie Vodafone gedrosselt, dass es zwischendurch einen Abbruch gab. Also das sah teilweise schlechter aus als dieses Ubisoft-Forward-Ding, was sie wahrscheinlich auch einfach übers Hotel-Wi-Fi haben laufen lassen oder so. Das sind so Sachen, die müssten dann definitiv besser sein. Mehr Security auf jeden Fall holen, die Leute mal richtig screenen, dass zumindest Personen, die schon mal das fucking deutsche Fernsehen gestürmt haben, nicht nochmal in den Raum überhaupt so kommen dürfen. Also das sind so Sachen, die sollten irgendwie
besser funktionieren. Aber ja, das wäre so, sagen wir mal so, 5 von 10 für das ganze Ding. Ist okay. Mein Abend war definitiv nicht ruiniert, aber ja, könnte nächstes Jahr machen wir ein bisschen besser. Das soll es gewesen sein mit meinem Vortrag. Und wie gesagt, falls ihr die Live-Reaktion sehen wollt, Speckobst Stream Archive-Kanal, da lade ich generell alle Sachen segmentiert hoch. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und dass all die Spiele, die mich nicht interessiert haben, die euch interessieren, möglichst großartig sein werden. Das ist was Ehrliches, was ich für alle Leute hoffe. Das ist nicht zynisch gemeint, auch wenn es vielleicht so rüberkommt. Das meine ich ganz ehrlich. Es tut mir halt leid, dass ich dann in dem Fall nichts Besseres dazu zu sagen kann. Aber ja, das soll es gewesen sein. Bis dann. Bye, bye.